Hallo, ich würde gerne wieder aufstehen. Man steht halt echt teilweise. Nein, ich will nicht sterben, Boah, au. Spinne, hol mich. Oh, ich liebe die Spinne. Die Spinne ist so stark. Ich bräuchte das Auge. Warte. Kann ich das aus dem Tod-Ding nicht pingen? Au. Hä, man macht doch STRG Leertaste, oder? Nein, STRG und einfach draufdrücken. Super, ich bin tot. Okay. Nicht ein Ankerplatz. Ja. Es ist zum. Oh Mann. Lol, das geht einfach mit diesem Strahl da durch, wir sind alle da. Hi Claudio. Hi. Gibt das Auge noch? Kriegen wir jetzt eigentlich noch die Ding? Die Kiste vom Auge? Wenn wir rechtzeitig hinkommen? Ja. Wenn nicht, nein. Oh, das ist total beschissen. Ja. Ja gut, eigentlich verständlich. So stirbst du dich nicht durch. Also ich meine, überleg mal. Dann müsste jeder nur normale Char einfach einmal dran vorbeilaufen und könnte es dann abfahren. Dann sieht ja, wenn das Event rum ist. Weißt du? Okay, Janek. Okay. Wobei, das kann man auch so machen, also eigentlich stimmt. Nein, das ist schon wieder der nächste Boss, Janek. Ah. Okay, also brauchen wir keine Hektik machen. Wir haben das Auge jetzt nicht bekommen. Vielleicht ist Quest ja nicht, ohne Strahltruhe da ist. Komm. Kann ja sein, dass der gütige Guild Wars Gott dir doch was gegönnt hat. Ich will nicht gestunt sein. Ich auch nicht. Danke. Doch, wir bekommen, Janek, wir bekommen. Wenn ich mal hier durch die Ads komme, ja, dann schon. Och, ich krieg nicht mal eine exotische Waffe. Ich krieg gar nichts heute. Du hast halt einfach kein magisches Gespür. Aber danach kannst du nicht, weil ich hab magisches Gespür und exotisch bekomme ich auch selten. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du dauernd exotische bekommst, dann wäre es auch ein bisschen lame, oder? Oh, ich habe zwei Kisten übersehen. Selten bekomme ich öfters, aber das zerlege ich ja meistens, solange es wird. Also Janik, es gibt aber auch exotische Waffen und dann die, die du wirklich brauchen kannst. Es gibt ja, du kannst ja auch so einen Stab droppen. Also normale exotische Waffen, sag ich mal, pendeln zwischen 1 Gold und 10 Gold. Und dann kannst du einen Stab droppen oder halt eine Waffe oder ein Schwert. Das geht dann sozusagen ein Rohling, den du für deine Legendary brauchst. Der ist einfach mal 4, 5 bis 800 Gold wert. Oberster Aufseher. Oder was Namenhaftes wie jetzt, Ich will den Regenbogen, Bogen. Also, du wusstest, wo der herkommt, ne? Ja. Ich will den haben. Ich weiß, einfach. Nicht, ich weiß, wo er herkommt. Das ist die magische Schmiede. Ah, okay. Also, dann kriege ich ihn hier, kann ich gedroppt. Wahrscheinlich nicht. Aber der geht schnell, dann schnell das Auge. Ich weiß noch, wie ich mich früher immer gefreut habe, wenn ich blaue Waffen gedroppt habe. Okay, Jungs, es gibt zwei Truhen. Zwei? Das ist die zweite? Hier ist die große und dann noch eine kleine, wo er gestorben ist. Cool, was ist das? Ich hab eine vergoldete Truhe bekommen. Wappen des Soldaten. Hä? Da, wo ihr alle drum rumsteht, ist hier eine große Kiste bei euch? Ja. Ja, hier ist. Ich stehe gerade in einer Riesenkiste. Nein, bei mir nicht. Oh mein Gott, du kriegst den Riesenschatz nicht. Oh, du arme Sau. Da ich hab doch auf den Boss eingeklopft. Da kriegst du vier grüne Gegenstände, ein goldenes Handwerksmaterial und so eine Goldkiste. Ich hab eine Exoplasma-Kugel. Ist dir nicht mal aufgefallen, Flo, dass du aus der Goldkiste noch eine Goldkiste bekommst? Klaus? Ja? Man versteht das kaum, ja. Ektoplasma-Kugeln sind nichts wert, warum? Das habe ich zu Flo auch gesagt, er so, ja, 30 Silber, aber weißt du, von Game Boss 1 so, oh mein Gott, die Scheiße ist wertvoll, und dann Game Boss 2 sagt, nope. Also für die Zuschauer nochmal, für die, die das nicht kennen, Das war die zweite Währung praktisch. Ja, es war die, es gab in Guild Wars... Den Wert ungefähr, 8 bis 10, je nach wie es schwankt, oder 7 bis 10. Ja, das sollte ich vielleicht den Leuten auch erklären, dass, also damals gab es eine neue, andere Währung. Damals gab es nicht Kupfer, Silber, Gold, sondern damals gab es nur Gold als normale Währung, die war eigentlich gar nichts wert. Und dann gab es für 1000 Gold ein Platin. Und so, sagen wir mal, 10 Platin entsprechen ungefähr, sagen wir mal, 50 Silber oder so. Vielleicht. Sagen wir 30. Ja, okay, 50 ist okay. Ja, 30. Von der Zeit, also, ja. Ja, von der ja. Ja, anders kannst du es ja nicht berechnen, wie das hier halt erfahren. Auf jeden Fall. Und dann gab es halt Ektoplasma-Kugeln und die waren halt, was weiß ich, wie viel Platin, also etliches an Platin wert und wurden nicht direkt als, also sie wurden schon auch als Handwerksmaterial benutzt, man brauchte sie für Qualwaffen oder so. Und übrigens, unser Commander ist weg. Weiß, ich bin schon verkaufen gegangen. Ich bin in einem Kampf, krieg ich das? Wo ist er denn, der Commander? Der ist dann wieder zurückgelaufen. So, ich bin jetzt bei 37 magisches Gespür. Nö, der ist jetzt unten bei Wegmarke Ankerplatz. Ja, das ist 25. Ja, aber was macht er da? Kämpfen wahrscheinlich. So, achso, wir gehen runter. Guck mal. Wir gehen jetzt zum Hai. Wahrscheinlich. Also würde ich mir so vorstellen. Ja, wir machen jetzt wahrscheinlich Hai und Gammelbart. Ja, Gammelbart will ich machen, weil der hat anscheinend gutes Loot. Und da kriege ich wenigstens wieder eine große Kiste.
Toll, ich musste mal den Tamer kurz auslernen von dem. Ich krieg einfach nicht eine große Kiste, das ist doch voll mies. Das. Nein. Der Commander ist. Oh, wir machen Grenf. Oh, wir machen Grenf. Ist das gut? Jo. Nein. Was? Also für uns eher nein. Für Fernkämpfer ist es relativ heavy. Und Flo wird es auch bemerken, Flo, du musst ihn nämlich angreifen, den Boss oft. Und wenn du oft angreifst, dann stirbst du und musst komplett neu rennen. Wir können froh sein, dass die Wegmarke hier nicht umkämpft ist. Und mal, sind die noch im Prä? Die sind noch im Prä, okay. Dann haben wir ja alle Zeit der Welt. Ja, ich bin jetzt gerade hinterher. Ich war schon früher online gekommen. Hi, Flo. Ich muss den Mittagsschlaf machen. Hattest du also nur vormittags? Ja. Na, wenigstens etwas. Sonst wäre er jetzt nicht mehr da, oder? Stimmt. War jetzt vielleicht dann bald wieder da. So ein paar so eine halbe Stunde oder so. Naja, super Kopfweh, ging gar nicht. Oh mein Gott, ist nimm. Ganz ehrlich, Samstagarbeit, da würde ich Kopfweh kriegen, bevor ich arbeiten gehe. Das ist nicht das richtige Vielleicht machen wir deinen Geliebten da gar nicht, sondern wir machen nur Scheiße. Nee, das ist schon das, nur fängt das hier an? Das ist zwei Kanonen, die man verteidigen muss. Gibt schon. Ein oder zwei. Na, dann leg ich mich jetzt hier hin und warte das Event ab. Fakt ist. Lol. Ja, ich guck mal, was ich dann leg. Ich hab 20 Kisten inzwischen. Ich will eigentlich auf 50 kommen, bevor ich verkaufe. Was, 50 Gold? 50 Kisten. Goldene Kisten. Wie kann ich nochmal teilen Sachen? Warum brennt der da vorne? Wie teilen? Du meinst aufteilen, weil es 6 sind. Ja. Wenn du sie irgendwo hinziehst, wo du sie nicht brauchst, als wenn du sie zum Beispiel in dein Handelsfenster oder so ziehst, kommt automatisch ein Fenster meines Wissens noch. Nein. Nicht? Nein, ich zieh da alle rein. Hä? Vielleicht mit rechts hier reinziehen? Weiß nicht. Ja, jetzt geht's los. Nice. Hast du rausgefunden? Nein. Gut. Schreibt das in die Kommentare, meine Freunde. Alt geht nicht, ich probiere noch Shift und den ganzen Spaß durch. Ah ja, jetzt geht's los, das ist das erste Ritual. Oh. Kommt da ein Champion? Nee, ne? Nee, glaub ich nicht. Ja, doch, einer kommt. Ich warte nur ab, bis dann. Frag mich, was leichteres. Oh, Yannick, ich bin eine Pflanze. Guck mal, ich habe 16 poröse Dinger in den Chat aus Versehen gepostet, weil ich auch gucken wollte, wie man teilen kann. Guck mal, da schreibt einer GZ dazu. Ich hab 16 poröse Knochen, herzlichen Glückwunsch. Ja, best loot ever, wa? He's so rich, wow. Habt ihr von den Dogecoins gehört? Ja. Ich bin am überlegen, ob ich sie farmen soll, aber ich habe irgendwie Angst dabei, meine Grafikkarte zu überhitzen, dass sie kaputt geht. Wie farmt man die? Wo kriegt man die her? Man muss sie irgendwie auch dicken und dazu braucht man irgendwelche Teile, irgendwelche so Software, aber die macht den Lüfter extrem heiß. Die Grafikkarte extrem heiß und das ist wiederum das Problem. Muss man die Grafikkarte immer auf 100% Lüfter halten und eigentlich immer ein Auge auf die Hitze drauf haben. Darauf habe ich halt keinen Bock. Ich will die eigentlich über Nacht farmen lassen. Keine Ahnung. Komm her. Komm zu mir. Join mir. Oh, was? Ah, Dance Sternchen? Oder wie? Nein. Ganz normales Dance Sternchen geht nicht mehr, glaube ich. Doch, geht. Oh, geht. Ja, warte. Was muss ich eingeben? Schrägstrich Dance? Schrägstrich Dance, Leerzeichen Stern. 3, 2, Dance, Leerzeichen, Sternchen. Ja, 3, 2, 1, go. Danke. Jupp. Ich hab's wieder geschafft. Eigentlich hast du es im Teamchat geschrieben. Du hast dich nur vor einem Typen lächerlich gemacht. Und vor ganz YouTube, aber. Wo war ich gerade? SS7, danke Sternchen! Ich finde zwar, dass das Event nicht losgeht, weil wir da hinten das Event versaut haben. Und alle warten. Es klappt. Look. Ja, startet das trotzdem irgendwann? Ich weiß nicht. Sie werden doch nicht alle nicht drauf auf die Idee kommen, dass da jetzt nichts passiert, oder? Die meisten vertrauen ja dann. Die GW1-Community ist in GW2-Community übergegangen. Ja, aber das sind ganz, 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 ganz viele Menschen, die wir in Guild Wars 1 nicht hatten und nie wollten. Nein. Nein. Guild Wars 1 war ein bisschen Geheimtipp.
Ja, war wirklich gehypt. Da hat man wirklich nicht so viel. Man hat immer wieder die gleichen Leute getroffen. Das war ziemlich lustig. Also man musste sie nicht mal die Friendlist adden, man hat sie trotzdem immer wieder getroffen, wenn man an den gleichen Orten war. Ja, das war schon arschvoll. Also es ja, war, aber du immer wieder gesehen hast und Namen. Ja, aber so gerade im PvP JSB oder so hast du immer wieder mal die gleichen Gegner gehabt. Das sind jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ja, wow, okay. Hat man sich öfter gesehen, ja, der Steinbruch oder so. Aber man hat immer wieder mal so den gleichen Typen dabei gehabt. Hatte sich ab und zu, den habe ich schon mal gehört sehen. Ja, genau. Den Namen genau gehört. So. Also es war sehr, sehr familiär teilweise. Also, es gab auch sehr familiäre Gilden. Da ich relativ viel auch gerusht habe und so ein Schwachsinn, ne? Mhm. War ich halt dann auch relativ bekannt. Jetzt zum Beispiel habe ich Shiro. Shiro Rush. Voll gerusht von wegen. Shiro 58 Sekunden war halt. Mir hat mal jemand verkaufen wollen, dass er angeblich Shiro auf Ding hat. Auf den Top 11 Plätzen irgendwo drauf ist. Ich wusste gar nicht, dass es da Plätze gibt. Ich wusste auch nicht. Er hat mir dann gesagt, man sieht die Platzierung nur, wenn man es geschafft hat, diese Geschwindigkeit zu machen. Kann mir gerne mal jemand in die Kommentare schreiben, ob das wirklich wahr ist, aber ich habe es ihm ehrlich gesagt bis heute nicht geglaubt. Nein, Schwachsinn, weil ab einer bestimmten Zeit ist es nicht möglich, es schneller zu machen. Und die haben halt einen Arsch voll Leute erreicht. Natürlich. Also ich war auch nah an der, ich glaube 45 Sekunden war das Minimum und ich bin mal runtergekommen auf, keine Ahnung, 51 oder so. Also es war halt einfach nur reinkasten Geld, Money. Ja genau, von dem her, ja. Ich hab mir dann eine goldene Nase verdient, vor allem bei Shiro, weil Shiro war halt als Ele ein Geschenk. Ich erinnere mich noch damals, als wir eine Gilde hatten und wir im Ding... Natürlich erinnerst du dich an Kevin, du Vollhorst, du weißt nur nicht, wen ich meinte. Guild Wars 1, der Kerl, der die Spiegel, diese Spiegel-Assassinen-Skillung mal ausprobiert hat und mich mit der Dauerschleife einfach mich selbst tot gecastet hat. Indem er alles abgespiegelt hat. Ach der! Ah, okay, stimmt, ja, gut. Das Quarkkind. Das war eine ziemlich lustige Sache. Also wir hatten beide Assassinen und zwei verschiedene Skillungen. Es war einer, der hatte so eine Skillung, die hat meine ganzen Schläge immer wieder zurückgeblockt. Also ich habe sie immer auf mich selbst geworfen. Und ich hatte eine Dauerschleifen-Skillung, die ziemlich viel Schaden in ziemlich kurzer Zeit macht. Beide sehr starke Assassinen-Skillungen, aber halt seine Skillung hat meine hundertprozentig gekontert. Ich habe mich immer selbst zu Tode gecastet, wenn ich gegen ihn gespielt habe. Das war ziemlich lustig, wir haben es dann immer in Gilden-Dinger getestet. Na, er hat halt auch einen Heal drin und so einen Schwachsinn oder so. Hey, guck mal, das ist ein riesiger Arm. Zur Not? Der ist aus Half-Life 2 gekommen. Also gegen alles im Prinzip Ele. Ja. Ich hab ich hab alles schon getötet. Es gab dann eine Sache, die halt eklig war, dieser 0815 Messmer, den jeder gespielt hat. Ja gut, dieses von wegen, hey, hier, egal ob du Nado-Fernkämpfer bist, hier, du machst dir die ganze Zeit selber Schaden und ich lache über dich. Genau. Oder die Messmer. Was auch ziemlich heavy war als Ele, ist halt ein, wenn der Waldläufer diesen Elite-Skill, diesen benommenen Pfeil dabei hat, oder wie er heißt. Wo du jetzt eigentlich 18 immer, Sekunden benommen warst und immer unterbrochen und ah! Also unser Commander steht hier rum und macht nichts. Was ist denn los? Das ist dumm wie Scheiße. Vor allen Dingen, mal an die Zuschauer, ist auch klar, wenn wir jetzt wissen, dass da hinten. In der Zeit. Wenn wir jetzt wissen, wenn wir auch wissen, dass da hinten vielleicht was ist, wo. Ich check das mal aus. Ja, gut, ich komme mit, warte. Going home, Captain. Aber das Problem ist selbst dann. Wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt das Event schaffen. Vielleicht, weil die sind nicht so leicht. Also, sie sind schon möglich, aber. Renf ist hart. Das Event hier ist rum. Ja. Mhm. Haben wir geschafft. Ich habe nicht mal was bekommen, also mir stand nichts. Aber theoretisch müsste hier oben noch eine zweite Waffe sein, oder? Hier irgendwo jetzt. Jawohl, was geht denn eigentlich gerade im Chat? Und nicht alle auf dem Lord, sondern. Todesblick, Fackel. Also ich muss sagen, wir sind zu wenig Nekros, weil nur die Nekros machen, glaube ich, diesen Geistern Schaden und das sind viele. Okay. Also, damals ist so, Yannick, die schwarzen Geister, die der beschwört, kannst du nicht angreifen, die machst du keinen Schaden. Das ist ja beschissen, also ich meine... Davon gibt's einen Arsch voll, wenn wir den nicht töten. Eine extra Klasse, dafür eine extra Klasse brauchst du nicht, ein bisschen doof. Es hieß, ich mache nur Schaden vom Diener des Grenf. Vielleicht ist es auch dieser Geist, den du wählen musst, dass wenn du sagst, Grenf ist meine Gottheit am Anfang, dass nur die dem Schaden machen. Vielleicht ist das dann sowas oder sowas. Also ich weiß es nicht, aber ich fände es dämlich, weil es hieß mal von Guild Wars, also von ArenaNet wurde mal gesagt, ja, hier, das Spiel ist vollkommen ohne Guild und alles auch durchspielbar und dann ist es ja offensichtlich nicht, wenn du eine spezielle Klasse brauchst. Na gut, du bist meistens nicht allein hier, aber trotzdem.
Naja, also alleine zu sein ist schon schwierig zurzeit. Also am ehesten alleine bist du in den 50er bis 25er Gebieten. Weil entweder sind nur die, die angefangen haben, oder die, die schon fertig sind. Wenn du keinen Bock haben oder was? Ich kann auch mal Sachen hier, mal ein Ding. Handelsgesellschaft. Ja. 50 Silber, okay. Und eine Wiederbelebenskugel. Behalt die, die ist sexy. Ja. Ja. Man nur gammeln auf der Bank. Ja, ich musste mal zur Bank. Ich weiß auch nicht, diese Einheit, diese speziellen Sachen, die stort jeder, aber nie benutzt. Es gibt ganz viele Sachen, die ich irgendwie nie benutze, weil ich mir die ganze Zeit. Ich habe einen Drachenglücksbringer, was macht der? Geschwindigkeitsverstärkung 10 Minuten lang. Und ein magisches Gespürverstärkung und eine Karma-Boost, den könnte ich mal irgendwann nutzen. Oh, gerne, dann gebe ich einfach mal einen. Und jetzt Preis, ich hätte gerne den höchsten Preis. Skin für Pyro-Langbogen. Vorschau, ich schau mir mal die gucken. Na ja, auch mal, ich guck mir mal die Bogen an. Der ist aber sexy, Janik. Gib einfach mal Bogen ein und schau dir mal den allerersten Skin an, den man sich kaufen kann. Den höchsten, mit dem höchsten Preis, meinst du? Der kostet 355 Gold, aber der ist schon nett. Vorschau. Das ist halt auch so ein. Regen, das ist halt auch so ein. Ja, hier guck mal, ich hab. Das sieht auch ein bisschen aus wie eine Zerstörerwaffe. Ich hätte aber gerne nicht nur einen Skin, sondern einen richtigen Bogen. Was ist. Nein, nicht der letzte. Ah, oh, fuck. Erste. Auf Seite 2 gibt's einen Scarlets Regenbogen. Mhm. Skin für Drachenjahre Hornbogen. What? Hä, die Vorschau, weil sie ist ein Scarlets Regenbogen, ist aber komisch. Das ist so eine Geisterwaffe, wo auch immer. Doof aus. Hier wird eine Waffe für 100 Gold angeboten, die. Na gut, die hat ziemlich viel zu. Ja, wobei, nee, die ist keine 100 Gold wert, niemals. Das sind Trolle. Skin für super Kurzbogen. Wat? Ich hätte gerne den Regenbogen. Ja, wie heißt der? Wird nicht unter 6 Gold kosten. Hier, erst Langbogen, Janek, würde jetzt kosten 4 Gold. Das sieht aber scheiße aus. Muss erst Kurzbogen. Kurzbogen. Oh, es geht los! Oh. Deswegen redet hier die ganze Zeit einer. Wie heißt denn der? Bo. Bo. 80 plus 80. Ich hätte gern. Waffe. Bogen. Bogen, Langbogen, Kurzbogen. War das ein Lang- oder Kurzbogen? Ich glaube, es war ein Langbogen, ne? Ich will aber Kurzbogen. Aber ich glaube, es war ein Langbogen, ja, aber ich will einen Kurzbogen. Weil Kurzbogen ist besser als Langbogen, finde ich. Okay, zwei. Lol, der sieht eigentlich gar nicht mal so schön. Der ist einerseits gay, aber andererseits echt ganz nett. wenn ihr mal nur Bogen ein. Gib mal ein Q zu. K-U-D-Z-U. Gleich, okay. Wir sind eigentlich gerade mitten im Event, du hältst. Ja, ich weiß, ich renne einfach auch gerade mit. Das ist. Handelsposten. Oh man, Kaufen. Kutsu? K-U-D-Z-U. K-U-D-Z-U. Blatt ist Kutsu oder nur Kutsu? Oh Gott, der kostet. Oh Gott! Wie viel Gold der kostet und wie geil der aussieht. Ich will den haben. Hallo? Das ist ja mal super cool. Gib mir Geld, Pleiade. Du kannst 100.000 Euro ins Spiel reinsetzen und umtauschen gegen Geld, dann hast du es vielleicht. Oh, also die Bögen sind besonders gut gelungen, finde ich. Sind ganz, ganz viele hübsche Bögen dabei. Stimmt, ja. Ich hätte gerne den Zerstörerdolch des Berserkers. Die Dolche sind, finde ich, so klein, die sieht man mal gar nicht. Da lohnt sich mal fast gar nicht, irgendwas zu kaufen. Man sieht allgemein die Waffen, finde ich, irgendwie nicht so. Spielzeug, Schwerschild, Kurzbogen. Die sind in Guild Wars 2 viel besser zur Geltung gekommen, fand ich. War auch nicht immer so viel gedrängt. Guck mal, hier siehst du doch nie im Leben, ob hier einer ist mit so einem Bogen oder nicht. Der könnte direkt neben dir stehen, das siehst du doch nicht. Ah, ich hab deine Waffe, Janik. Der Träumer heißt es. Träumer? Der Träumer. Meine Lieblingswaffe. Holy moly. Wie viel kostet der? Gay. Oh Gott, wie viel der kostet. Oh ja, perfekt, das ist mein Bogen, ja. Yay! Das ist absolut mein Bogen. der ist so gay, der ist schon lustig. Das ist ja der Witz dran, sonst würde ich mir auch nicht holen, aber er ist einfach lustig. Ich will schauen, ob es irgendwelche coolen Stäbe gibt. Ich find's übrigens toll, weißt du, alle machen das Event und zwei stehen AFK rum, gucken die Stäbe an. Weißt du,
dieser Bogen ist einfach, das ist einfach so das würde man von einer Mod-Community in irgendeinem verkorksten Spiel erwarten, wo man dann denkt, naja, das ist dann ganz lustig, aber es ist halt einfach ein ernst gemeinter Bogen, der in diesem Spiel wirklich drin ist. Es gibt auch so ein Gegenstück als Stab. Cool. Der ist einfach auch nur, der ist einfach so ganz weiß und über Regenbogen. Regenbogen? Wie kann ein Regenbogen ganz weiß sein? Nee, der Stab ist weiß, aber um ihn rum. Okay. Regenbogen. Achso. Shit. Gott, sind die hässlich teilweise, die Stäbe, ne? Würdest du bitte die Quests machen? Ich bin doch da. Ich tu schon Stuff. Ich bin wichtig. I do Stuff, I'm important. Ich hab was angegriffen, also das Event bekomme ich. Hä? Ich bin. Ich bin gerade irgendwie an die Decke von diesem scheiß Ding hier teleportiert worden, runtergefallen. Das ist die Attacke vom Boss. Das sah cool aus, das sieht aber total aus. Okay, alle bitte sofort auf den Priester. Wenn ihr genug Schaden an mir macht, kriegt ihr am Ende vielleicht die Truhe. Ein Priester, wo ist denn der Priester? Ich sehe keinen Priester, ich sehe nur Schatten. Ja, ich markiere, wenn ich hinkomme. Hallo, du da? Ich kann ihn nicht markieren, hinten bei mir in der Ecke. Und dodge bloß diese roten Dinger. Okay. Die töten dich. Aufgestandener Priester von Gran, okay. Ups. Ist die etwas obvious. Ich alle dodge, sonst bist du tot. Ich versuch's. Ja, dann siehst du's. Das meine ich. Da sind ein paar umgefallen. Da fallen alle um, weil keiner damit rechnet. Die sind überall. Du kannst sie dodgen, indem du sie genau in dem Moment, wenn die Attacke runtergeht, ausweist. Dann ist egal, ob du drin stehst. Au. Ihr seid besiegt. Down. Fuck. Wo muss man da laufen? Ich kann nicht mehr wiederbelebt werden. Ich bin einfach down. Ich bin auch komplett down, aber von wo muss man da laufen? Ich will doch nicht laufen. Ja, da wo ich bin, Janek. Nein. Ich sehe das nicht rein. Das denke ich mir auch immer, weißt du? Vielleicht kommen wir ja noch rechtzeitig. Mann. Ja. Da ist halt jetzt wieder, wenn du weg startest, Geburtstag. Du überlebst einfach. Echt? Ja. Einfach überleben und du hast gewonnen. Du musst nicht mal Schaden machen. Flo, bist du auch da? Nein. Du bist ein Wechsler. Wo bist du eigentlich, dass du noch nicht down bist? Geh direkt vor ihm, verprügel ihn. Ich stand auch genau vor ihm, ich bin gestorben. Nappers, wow. Flo kann einfach die V-Taste nutzen im Vergleich zu uns wahrscheinlich. Doppelklick, Junge, Doppelklick. Doppelklick? Ja, Doppelklick auf WASD. Ja, hab ich auch an, aber... Ich nutze meistens V, das geht schneller. Nein. Ich nutze es öfters mal, manchmal. Also wenn ich Attacken gezielt ausweiche, wenn ich es noch im Run mache... Unter Wasser. Jetzt konnte ich fast nicht ausweichen. Tja, der Typ neben dir, der ist gerade auch umgefallen. So, wo muss ich denn jetzt hier entlang rennen? Oh Gott, Dinge. Oh! Also ich könnte ja auch mal... Nee, hä? Wie blende ich nochmal die Minimap ein? Boss? Bitte? Boss, wie weit? Achso, die ist da unten. Ah, ich hab die gar nicht gesehen. 75% Leben weg. Nein. Doch, jetzt schon. Bei mir ist er auf einmal von 100 auf dahin geploppt. Das heißt, ich hatte noch eine Chance, oder? 75, ich meine, die hat noch 25 Leben, das dauert noch ein bisschen, oder? Es dauert noch, aber beeil dich. Ja, guck mal, wo ich bin. Da, wo die gerade diese komische Wegmarke ich aus dem hingelegt habe und gerade weggemacht habe, hat nicht. Wo ist der Boss? Flo? Boss Ping. Ich brauch den Boss. Oh fuck. Hat mich. Dein ist der Boss. Ich könnte, dass die NCPs für mich die Dinger wollen. Oh, die bitte. Bitte. Klaus. Oh ja, den Boss kriege ich noch, Ich bin in der Höhleneingang. Es geht eher darum, gerade zu überleben, Janek. Ja, das ist. Lol, ich bin einfach umgefallen, warte. Janek, ich flieg Richtung Höhleneingang. Help me. Ich muss jetzt wirklich. Oh Mann, nur weil ich so einem Idioten geholfen hab, ne? Das bist du wieder da, ne? Doch, ich lieg hier unten, ich brauch Hilfe. Ich such dich gerade, aber. Am Ende der Treppe, am Ende der Treppe. Oh. Wow. Raus da! Ich hab keine Energie. Wo bist du? Ich bin am Ende der Treppe. Ich bin da aufgestanden. Ich hab's geschafft. Ah, okay. Der Boss? Scheiß auf den Boss draufhauen, alles. Keiner haut auf den Boss gerade drauf, jeder ist nur Resen. Fuck, ich bin down. Ich bin nicht down, denn. Interrupt the Boss. Komm, Skill, komm. Wow, ich bin einfach wieder umgefallen, ne? Komm, Spinne, rett mich. Nein, nicht den Arm. Ach, der Arm, ihr kommt kurz bevor ich gerettet bin.
Scheiß Drecksaurier. Komm. Immerhin greife ich keinen Ad an, das ist gut. Doch, tut es jetzt irgendwie. Komm, Spinne, 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 Spinne. Do your thing. Wurde von einem gigantischen Fisch getroffen. Oh, ich hab mich gerettet. Gerettet. Oh, fuck off. Alter, ist der hart. Hunde, kommt mal her, bitte. Oh, meine Spinne ist down. Ich bin schon wieder down. Wow, ich bin schon wieder da. Was passiert hier gerade? Ich sehe nicht, was passiert. Hilfe! Wenn ihr down seid, müsst ihr schreien, ne? Ich bin down. Super, wow. Ich bin gleich komplett down. Ich bin neben Boss down gegangen hier in der Ecke. Beide fallen. War aber auch gerade eben neben dem Boss down. Ich renne gleich Richtung Ausgang. Ist irgendwer gerade noch nicht down? Ich bin gleich wieder da, sagen wir so. Wo bist du? Ich bin bei der Treppe in der Nähe. Ja, ich bin genau auf der anderen Seite der Treppe. Ah, nein. Please! Korrigier mich doch, wenn du weißt, wo ich sie bin. Lol. Weiß ich, wo du bist. Ach, da! Ey, ich bin Insta gestorben! Ich auch. Komplett? Ja. Ich bleib jetzt hier, der Boss ist gleich down. Ich bleib jetzt hier, vielleicht kann mich einer gleich resten. Ja, aber dann kriegst du keine Belohnung. Die krieg ich sowieso nicht mehr, oder? Naja, wenn du rennst, maybe. Nee, guck dir mal das Leben vom Boss an, du Held. Ich renn neu. Warum? Ich hoffe auf Resets. Oh, Event war erfolgreich. Ja, ich hab Ding. Wow, hier sind echt alle eigentlich down gerade. Ja. Flo, bist du am Leben noch? Ja. Ja, ne? Kannst du mich resten? Ich leg unten an der Treppe. Ja, ich sehe dich. Vielen Dank. Lol. Siehst du Flo? Siehst du Klaus? Ich hab die richtige Entscheidung getroffen. Ich bin auch gleich wieder da. Hey. Ich lag direkt vor ihm, hab einen Angriff. Oh, Spaß, wir haben ihn gemacht. Ich glaube, mit meinem letzten paar Prozent Leben habe ich ihn umgebracht, so ungefähr. Also, ich habe jetzt wahrscheinlich keine Kiste bekommen, so wie ich das hier einschätze. Doch, doch! Ich habe die Kiste bekommen! Eine kleine halt, aber ich habe eine kleine Kiste bekommen. Ich weiß nicht, ob es eine große gibt. Hä? Es droppt eine große, wenn du genug Schaden gemacht hast. Oder halt nicht gestorben bist, wahrscheinlich. Da, wo die ganzen Leute hinrennen, ist wahrscheinlich die große Kiste. Die ist nicht für mich da. Aber ich habe die kleine bekommen, das reicht mir. Ich habe ja mit gar nichts gerechnet, also von dem her. Oh, das Kaufmann, bitte, ich will meinen Schrott verkaufen. Immerhin gibt es diesen Button, Schrott verkaufen, der ist ganz nützlich. Ja, wird es keinen Schrott geben? Brauche ich meinen ja auch nicht, ja. Kann man Schrott wiederverwerten? Nee, ne? Nee, das ist ja das Problem. Mehr Glück! Über diese scheiß grünen Runen, die kein Arsch braucht. So blöd, dass ich keine Kiste bekommen habe. Tja, das passiert beim Kämpfer andauernd. Ja, ja gut, das ist echt scheiße. Da bist du ja echt nur als Wächter gut dann, wenn du das überlebst. Ich meine. Ich habe auch nur eine kleine bekommen. Naja, wir haben ja eine kleine, oder? Naja. Ich habe eigentlich relativ viel Schaden gemacht. Naja. Ja, aber wahrscheinlich, weil du gestorben bist. Es kann gut möglich sein, dass das Event dann einfach weg ist. Pocket. Oh Mann, hey. Aber hier drin hast du halt auch keine Ausweichmöglichkeiten. Nee. Und es sind so viele Punkte. Ich meine, es ist schon möglich, den zu schaffen, aber da musst du halt wirklich punktgenau ausweichen. Ja, ich hab's auch lang geschafft. Ich bin ja nur gestorben. Und du brauchst wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, vielleicht sogar noch eine größere Gruppe oder so. Na, sonst wird er ja noch stärker, der Boss. Ja, aber je größer die Gruppe, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass du gerestet wirst. Und außerdem, dass die Leute kontinuierlich auf ihn einschlachten. Weißt du, wenn die Leute halt nicht mehr auf ihn einschlachten, dann ist halt auch doof. Wo war er? Oh, ich hab noch eine goldene Kiste gerade irgendwo herbekommen. Ja, von der Spinne. Da war eine Spinne? Ja. Mhm. Cool, ich hab die gar nicht gekriegt. Ah, Mann. Oh. Liebe große Spinne, don't mind me. Ich bin nur ein kleiner Ele. Alter, was ist das für ein Mistvieh? Das hat bei mir kein Icon. Kacke, was ist denn auf der Treppe los? Wo ist denn? So, Treppe los sein, ist da was? Gibt's da was? Kann man das abschauen?
Hä, was sind denn das für komische Schatten, die hier rum... Also ganz ehrlich, Leute, hatten wir heute doch keinen normalen Run. Nee. Das war, irgendwer denkt sich immer, wir machen jetzt irgendwas anderes. Ich hätte gerne eigentlich wieder den Run, den wir gestern gemacht haben und so. Das ist ganz normal, einfach ja. Die Boss abklappern, ja. Ganz einfach da auf Kampf, weil du kriegst deine Sachen. Die musst du arbeiten. Klaus, du musst doch weg, oder? Bald. Ach ja, gleich dann. Wo musst du hin? Hm? Wo musst du hin? Ah, ich bin nur weg. Ah, okay. Gut, dann würde ich nämlich sagen, damit beende ich die Aufnahme mal dann. So als Finale. Immerhin haben wir jetzt über eine Stunde das Ganze durchgezogen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt zu dem Ganzen, dann schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich vielleicht mir überlegen, das nochmal zu machen. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es dann dauert eine Zeit lang, bevor wir das dann wieder machen, weil wir eben immer am Wochenende nur zusammen Zeit haben. Und ja, ich würde sagen, von mir aus war es das. Mein Name ist Light, bis zum nächsten Mal. Over and out und dann gestern war das letzte Wort. Bye bye. Servus.